Hallo ihr Lieben. Hallo zusammen. Wir stehen heute vor Dänemarks schönsten Wohnmobilstellplatz, steht in der Beschreibung. Okay, das schreiben sie wahrscheinlich alle. Aber er ist schön. Ob es das Schönste ist, können wir ja nicht wissen, weil das ist ja der erste, wo wir stehen. Mask Camp. Mask Camp, kurz vor Römme. Hat 126 Stellplätze. Ja, und den stellen wir euch heute vor. Was gibt's, was ist geboten, was kostet er, all die Geschichten. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. So, hier vorne ist also der Kassenautomat in Dänisch, Englisch, Deutsch. Wenn ich hier drücke für die Bedienung in Deutsch, dann fragt er mich, ob ich schon angemeldet war. Also dann kann ich, wenn ich Ankunft melden. Haben Sie eine Reservierung? Hatten wir. Haben wir die Reservierungsnummer eingegeben. Dann wird man durch weitergeleitet. Man gibt sein Kennzeichen ein und bekommt dann eine Karte, mit der man hier einfahren kann. Hier an der Säule ist eine Kontakt. Und mit der Karte kann ich auch Geld aufladen, weil der Strom und das Wasser kostet extra. Das zeigen wir euch dann noch. Ansonsten ist hier auch eine Beschreibung des Platzes in den einzelnen Sprachen. Kann ich also entnehmen. Ist alles erklärt. Und ich habe hier eine Übersicht über die Stellplätze, die hier vorhanden sind. Wir stehen auf 74. Hier am Eingang gibt es auch noch eine Rezeption. Da gibt es auch ein Restaurant, wo man Mittag und Abend essen kann. Und auch ein Eiskaffee. Ja, das Eiskaffee. Das ist das Eiskaffee. Das Eiskaffee ist heute ein bisschen hinten kühl. Hinten dran ist das Restaurant. Und ganz hinten seht ihr den Maskturm. Mask Tower zum Hochklettern. Ich glaube, der ist 25 Meter hoch. Und man kann dann dieses ganze Marschgebiet hier anschauen. Ja, kostet 70 Kronen, 70 dänische Kronen. Mal gucken, ob wir da noch hochgehen heute. Heute sieht man nicht viel, das ist... Ja, es ist sehr windig. Ja. Das Restaurant bietet auch Takeaway an, also Frühstück auch und à la carte. Also hier sind wir jetzt hinter den Gebäuden. Wenn man hier durchschaut, seht ihr noch so eine Art Biergarten. Wenn das Wetter schön ist und im Sommer ist das bestimmt ganz toll. Ist alles sehr großzügig angelegt, weil hier werden auch Hochzeiten gefeiert. Hier ist auch ein schöner Kräutergarten angelegt, mit erklärt, was hier so wächst. Ich kann ja mal kurz durchgehen. Ich muss aufpassen, dass ich mir hier nicht den Kopf anhaue. Ja, nicht das erste Mal. So. Was hier so wächst. Ja, allerdings in Dänisch. Okay. So, hinter dem Ganzen. Wenn wir hier durchgehen, müssen wir uns nicht ducken. Da zieht man auch den Kopf ein. Hier hat es auch einen schönen kleinen Minigolfplatz mit Naturbahnen, wenn man ein bisschen länger hier bleibt und für die Kinder oder auch selber eine Belustigung sucht. Darüber schauen. Sieht man jetzt die Stellplätze. Rechts auf der Seite sieht man die Glampingzelte rausspitzen und links stehen jetzt noch drei Wohnmobile im Moment. Der vordere ist der Hugo. So, jetzt gehen wir hier mal weiter. Hier ist noch so ein Nachbau, einem Minigolf. Ah, vom Tower.
vom Tower. Lustig. Stimmt, ist mir gestern gar nicht aufgefallen. Ja, hier noch ein kurzer Schwenk über die Glamping-Zelte und über die Anlage insgesamt. Hier kommt man also von vorne, kommt man hier an und muss dann auf den Tafeln gucken, ob man nach links oder rechts fährt. Wenn man falsch gefahren ist, fährt man eine Runde extra. So, und dann geht man nach rechts. Auf der rechten Seite ist auch noch mal ein kleinerer Spielplatz. Und dann kommen die Sanitärgebäude. So, das sind die Glamping-Zelte von innen. Also ich komme jetzt nicht rein, weil es abgeschlossen ist, aber man kann es schon schön sehen. Da ist alles drin. Kühlschrank, Heizung, Bett, Sofa. Das ist mal wirklich Glamping. Da ist ja mehr Platz und mehr Luxus wie im Wohnmobil. Und Schaukelstuhl. Webergrill. Schaukelstuhl, Webergrill, Terrasse. 24 Quadratmeter war das Zelt. 24 Quadratmeter? Ja. Das ist dreimal Wohnmobil. Und Bad. Und dann hast du da drüben deinen extra Badbereich, also Toilette und Dusche. Zeigen wir euch noch von der anderen Seite. So, und hier sind für die Glamping-Zelte jeweils für jedes extra ein Sanitärbereich, wo also Toiletten und Duschen drin sind. Die kann man jetzt nicht anschauen, die sind zu. Aber so steht es in der Beschreibung und so wird es wohl auch sein. So, hier haben wir das Sanitärgebäude. Außen zunächst mal die Möglichkeit, das Geschirr abzuspülen. Wer es nicht im Wohnmobil machen möchte, dann habe ich hier in den Tafeln Erklärung, was ich hier machen kann. Habe also hier Toiletten, habe hier Duschen, habe hier auch einen Bewegelraum und auch eine Waschmaschine. Und nochmal den Namen, dass ich weiß, wo was ist. Und für die Emma darf nämlich da nicht rein. Dann haben wir hier extra einen Hundeparkplatz. Habe ich gestern auch schon gemacht, hat sie gar nicht gemockt. Ja, hier alles schön. Neu, ordentlich sauber. Stehen überall Schilder. Ja. Selbsterklärend. Hier ist der Toilette mit Babywickelraum. Habe ich als andere Seite eine Klappe. Dann habe ich hier Männlein, Weiblein, Toilette, Dusche. Also es sind jeweils Unisex. Ist hier außen eine Tafel, das heißt dazu. Ja, ist wie so ein Familienbad. Ja. Ist ja auch ziemlich groß. Also wirklich. So. Okay, okay. Schön. Dann haben wir natürlich WC-Damen. Eins, zwei, drei Stück. Alles übrigens sehr, sehr sauber. Ja, man darf nicht vergessen, in den Duschen ist ja jeweils auch eine Toilette drin. Und ganz am Ende, noch für die, die länger da sind oder überhaupt einfach mal waschen wollen, Trockner und Waschmaschinen. Das dann dementsprechend wieder gebührenpflichtig, da kann ich wieder genau an diesen zwei Geräten mit meiner Karte bezahlen. Ihr seht schon, momentan nichts los. Ist leer. So, die Stellplätze sind hier alle geteert. Teilweise, wir haben also eins gebucht mit Terrasse. Das seht ihr dann gleich, wenn wir drüben beim Hugo sind. Hier gehen wir jetzt vom Sanitärgebäude über den Lager. Stress hat.
durch die Kamera schauen. Macht's nix. So. Das ist schön angelegt. Hier sind auch überall noch mal so Bänke. Kann man zwischendurch mal sitzen. Mülleimer sind sowieso vorhanden. So, dann nehmen wir jetzt mal die Emma mit. So, hier ist also jetzt. Hi Emma! Und ihr seht, wir haben mit einer Terrasse gebucht. Ich hatte gestern auch Tisch und Stühle schon rausgeholt. Warte! Mal wieder rein haben. Okay. Und hier hat es dann auch die Stromsäule, die ich dann bedienen kann, je nachdem, was für einen Platz was ich habe. Ist also jeder Platz mit Strom. Der Strom kostet hier extra. Wir haben ihn nicht benutzt, kann jetzt auch nicht sagen, was er. Wie viel kostet, das ist auch, ihr seht hier die WLAN-Route, das ist hier im gesamten Bereich WLAN, funktioniert einwandfrei. Das stimmt, das ist super. Und jetzt gehen wir noch in den Hundewald. Ein Hundewald, genau. Da gehen wir jetzt noch hin, dass ihr seht, dass man hier mit die Wauze ist, auch gut, dass sie geht. Steht extra ein Schild. Genau, Hundewald. Emma, hier ist der Hundewald. Komm rein. In den Hundewald. Also Wald ist natürlich übertrieben. Es ist halt, aber es ist ein schönes, weitläufiges Stück. Ich war heute früh schon da mit der Emma. Also für Hunde ist es hier schon schön. Wenn ich so mit manch anderen Stellplätzen vergleiche, ist hier wirklich ein großer Auslauf. Davon ist dann auch noch eine Tür, wo man sogar noch raus kann. Zeige ich euch auch. So, Emma hat ihr Geschäftchen verrichtet. Genau strategisch an der entscheidenden Stelle. Hier ist nämlich ein Mülleimer. Mülltüten. Und hier gibt es auch für die, die keine Tüten dabei haben, Tüten. Und hier können wir nochmal rausgehen. Ist aber dann auch abgesperrt, außen nochmal zum mit den Hunden rauszugehen. So, jetzt sind wir ganz am anderen Ende des Stellplatzes. Ganz im Hintergrund seht ihr ein bisschen den Tower durchschimmern. Und ja, jetzt kommen wir zu unserem Resümee, oder wie man das nennt, Zusammenfassung. Braucht man das? Ja, finde ich schon, weil mir gefällt der Stellplatz tatsächlich sehr gut. Also wenn man nicht so eng stehen will und auch nicht so voll, denke ich, ist man hier genau richtig. Zum Strand kann man ja fahren, man hat den Platz per Nummer reserviert und kann dann wieder zurück. Der bleibt dann ja frei. Der Platz kostet für die Nacht 140 dänische Kronen, das sind so etwa 19 Euro. Das ist in Ordnung für die. Genau. Für das, was man hier geboten bekommt. Ja. Haben wir irgendwas vergessen? Nee, Sonne. Okay, ja. Sonne müsst ihr mitbringen. Sonne müsst ihr mitbringen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, meistens ist die hier. Heute ist sie halt nicht hier. Aber wir genießen die Zeit trotzdem. Und wenn euch die Stellplatzvorstellung gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns wieder. Ja. Jule und Roland von Dolmans on Tour. Tschüss.